moin Rezo, ne? Wo du gerade Werkzeug ansprichst. Ich vermisse auch gerade mein Werkzeug seltsamerweise, also Teile davon. Keine Ahnung, ich mag so einen Tauschhandel ja auch nicht. Interessantes Video, was du da hast. Ja, lass doch mal darüber reden, dass ihnen angeblich Personal fehlt und Fachkräfte und die aber einen irgendwie immer wieder hier, ja, keine Ahnung, so seltsame Dinge machen, wie mal kurz Akkuschrauber mitnehmen oder Zangen mitnehmen und keine Ahnung, Teile ausbauen und dann wieder in die Wohnung werfen und ja, so war es halt. Also so eine Fachkräfte braucht auch keiner, um ehrlich zu sein. Und ja, keine Ahnung, wie siehst du denn das so? Weil ich vermisse jetzt irgendwie ein paar Sachen. Weil die ja sowieso, die haben dann ja unten noch Schrauben gelockert und dies und das. Und das ziemlich nervt irgendwie. Und ja. Was macht denn dein Studio so? Hängst du da ein paar Geranien hin und dann sind das angeblich Handpflanzen, ne? Ja, das ist schon echt ein bisschen anstrengend auf Dauer, glaube ich. Ja, kannst mal sehen, so ist das, so ging es mir auch und deswegen konnte ich ja, diese doppelseitigen Sachen irgendwie nicht so gut leiden. Ja, hier so und ja, ich kann mir auch ein neues Schloss kaufen, dann brechen sie eh wieder ein und weißt du, ist völlig, völlig nervig, weil das Schloss dreht sich von innen dann auch nochmal, also war ja jemand drinne und ja, das ist super stressig, weil da gibt man mehr Geld aus, das ist dann irgendwie so Rückkauf, Ankauf, Verkauf oder keine Ahnung, was für ein Verkauf, Rücknahme, Annahme, Retourschein oder so. Und ja, fragwürdig, wenn man da dann irgendwie eigentlich noch darüber redet, dass dann irgendwie Fachkräfte fehlen angeblich, die so nicht drauf sind. Ja, gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Gehabt dich wohl, komischer Beitrag. Ich werde das mal verlinken. Ich habe dir einiges dazu geschrieben und ja, wie die Leute hier eingezogen sind, weißt du ja, aber das interessiert ja keinen. Das ist denen ja für die Schnuppe. Und, ja. Dann, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.